Hallo liebe Philips TV-Freunde, Gaming ist ein heißes Thema. Millionen Menschen spielen regelmäßig am Fernseher. Philips TVs bieten dafür die beste Voraussetzung. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie dafür das Bild richtig einstellen und wie Ambilight für Spiele optimiert werden kann. An unserem Philips OLED 803 haben wir hier eine Spielekonsole über HDMI angeschlossen. Um Verzögerungen bei der Bildwiedergabe möglichst gering zu halten, bietet der Philips TV die spezielle Bildvoreinstellung Spiel. Um diese zu aktivieren, gehen wir in das Menü Häufige Einstellungen, wählen dort Bildeinstellungen und die Voreinstellung Spiel. Auch für Ambilight gibt es einen speziellen Modus fürs Gaming. Dieser ist besonders reaktionsschnell und dimmt das Ambilight in dunklen Szenen herunter, um die Atmosphäre des Spiels zu unterstützen. Spielen mit der Konsole macht Spaß, aber es ist auch wirklich sehr einfach, Spiele aus dem Google Play Store zu nutzen. Genau wie bei der Konsole kann man auch diese Games mit einem Gamepad spielen, das ohne weitere Hardware direkt über Bluetooth mit dem TV verbunden werden kann. Wenn Sie das erste Mal einen Controller anschließen wollen, gehen Sie in das Menü Alle Einstellungen und von dort unter dem Menüpunkt Kabellos und Netzwerke zu Bluetooth, wo Sie Bluetooth-Geräte suchen aktivieren. Wie bei Ihrem Gamepad der Pairing-Modus aktiviert wird, entnehmen Sie bitte einfach der jeweiligen Bedienungsanleitung. Es funktionieren handelsübliche Controller, die über das sogenannte HID-Protokoll verfügen. Im Google Play Store gibt es eine große Auswahl an Spielen verschiedener Genres. Schauen Sie doch einfach mal rein. Auf diesem TV haben wir bereits das Autorennspiel Asphalt 8 Airborne installiert. Eine Übersicht über die verschiedenen Spielekategorien finden Sie am Ende der Seite. Jetzt wollen wir noch ein anderes der hier empfohlenen Games installieren. Versuchen wir es mal mit Minion Rush. Vielleicht doch eher was für die jungen Leute. Ich probiere dann doch lieber mal das Autorennspiel. Viel Spaß mit Ihrem Philips TV.